Eine gruselige, doch zugleich wahre Geschichte kann manchmal furchterregender sein als eine gut erzählte, doch fiktive Geschichte. Das Wissen, dass diese Schrecken tatsächlich stattgefunden haben, hinterlässt ein seltsames Gefühl in der Magengegend und sorgt das ein oder andere Mal auch dafür, dass wir uns statt zu schlafen mit offenen Augen hin und her wälzen und darüber nachdenken, wie so etwas nur sein kann. Ob brutale Serienmörder oder unheimliche Geräusche, die es nicht geben sollte. Natürlich sind Monster nicht immer involviert, aber manchmal braucht es das auch gar nicht. Um eine wahre Horrorgeschichte aus dem Leben zu erzählen, reicht oft schon eine schlimme Tragödie oder ein Rätsel, welches wohl für immer ungelöst bleibt. Was auch immer der Fall sein mag, hier sind 10 beunruhigende und gruselige Geschichten, die wirklich wahr sind. Gefangen. Nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor fand das Militär heraus, dass die komplette Besatzung des Schiffes USS West Virginia zwar mit dem Schiff untergegangen ist, doch alle noch am Leben waren und sich im Inneren des Schiffes befanden. Eigentlich noch Glück im Unglück. Eigentlich. Denn das Militär musste relativ schnell feststellen, dass sie in der jetzigen Situation absolut nichts tun konnten, um die Besatzung zu bergen. Also erzählte man ihren Familien, dass sie während des Angriffs gestorben wären. Man ging davon aus, dass das Schiff schnell mit Wasser volllaufen würde und die Männer spätestens 72 Stunden später ohnehin tot wären. Monate später, als es dem Militär endlich gelang, ins Innere des Schiffes vorzudringen, bot sich ihnen ein schauriger Anblick. 3 der Besatzungsmitglieder fanden einen Raum mit genügend Sauerstoff für 16 Tage. Man sagte im Anschluss auch, dass niemand die USS West Virginia sichern wollte, weil man das Gehämmere der Besatzung noch immer hören konnte. Der Neunaugen-Albtraum. Im Jahr 2015 passierten den Bewohnern von Fairbanks in Alaska gruselige und seltsame Dinge. Sie fanden blutsaugende Neunaugen, die ein Land weit weg vom Wasser herumirrten. Unterschiedliche Quellen behaupten, man hätte sie in Parkanlagen, auf Parkplätzen und auf dem Rasen mancher Vorgärten finden können. Niemand weiß wirklich, wie sie dort so weit weg vom Wasser hingekommen sind. Aber die örtlichen Zuständigen glauben, dass Möwen sie mitgenommen und später wieder abgesetzt haben. Dies schien jedoch eine eher schlechte Antwort zu sein, denn eigentlich passiert sowas zwar, allerdings nur in Ausnahmefällen und nicht in den Ausmaßen wie 2015. Finger im Sandwich. Diese gruselige Geschichte bringt das Ganze hier auf ein völlig neues Level, weil dies im Prinzip jedem von uns hätte passieren können. Im Jahr 2012 fand ein Junge einen Finger in seinem Sandwich der Fastfood-Kette Irby, als er gerade ein Stück davon abbiss. Der Finger gehörte einer Angestellten, die ihn versehentlich in der Fleischschneidemaschine abgeschnitten und einfach liegen gelassen hatte, ohne jemandem davon zu erzählen. Schreie aus dem Sarg. In Honduras begann eine 16-Jährige am Mund zu schäumen. Höchstwahrscheinlich Tollwut. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, bevor sie von den dortigen Ärzten für tot erklärt wurde. Einen Tag nach ihrer Beerdigung besuchte ihr Mann das Grab und hörte zu seiner Überraschung Schläge und wilde Schreie aus dem Sarg. Als Familienmitglieder versuchten, sie zu retten, kamen sie zu spät. Sie starb ein zweites Mal. Und sie mussten den Sarg erneut begraben. Schornstein. Joshua Vernon Maddox wurde über ein Jahrzehnt vermisst. Er war ein Naturliebhaber und liebte Wanderungen über alles. Zuletzt gesehen wurde er zu Hause, als er sagte, er wolle spazieren gehen. Erst vor wenigen Jahren wurde seine Leiche in einer verlassenen Hütte nur 2 Häuserblocks von seinem Elternhaus entfernt wiedergefunden. In einem Schornstein versteckt. Es bleibt jedoch ein Rätsel, wie er dorthin gekommen ist. Manche glauben, er sei stecken geblieben bei dem Versuch, durch den Schornstein in die Hütte zu gelangen. Dabei muss er wohl stecken geblieben sein und ist dann wahrscheinlich verdurstet. Isai Sagawa.
Dieser Mann ist ein weltbekannter Kannibale aus Japan, der 1981 seine Freundin umbrachte und aufaß, nachdem er bereits viele Jahre davon geträumt hatte. Er sagte, er wollte unbedingt ihr lebendes Fleisch essen. Wenn dir das noch nicht unheimlich genug ist, solltest du dir noch vor Augen führen, dass dieser Mann nie im Gefängnis dafür gelandet ist und lebt heute noch als freier Mann und vor allem erfolgreicher Buchautor in Tokio. Er sagte auch, dass er irgendwann wieder Menschenfleisch essen möchte. Menschliche Hand. Während sie den Dachboden ihrer Großmutter ausmistete, fand die Schwester von Mike Lopez etwas sehr Makaberes. Die Hand eines menschlichen Skelettes, an der sogar noch ein Ring steckte. Sie war versteckt in einer kleinen Box, in der außerdem noch eine Karte und goldene Münzen lagen. Was noch viel erschreckender ist, niemand war bisher in der Lage herauszufinden, von wem diese Hand war. June und Jennifer Gibbons. Mit dem Spitznamen die Schweigenden Zwillinge bildeten diese zwei Zwillingsschwestern einen ungesunden und vor allem unheimlichen Bund. Sie isolierten sich von ihrer Familie, von ihren Freunden und der gesamten Außenwelt. Sie waren so sehr in ihrer eigenen Welt, dass sie anfingen, eine eigene Sprache zu sprechen und sich in dieser nur noch untereinander unterhielten. Sie schafften es, sich also völlig von allem abzugrenzen. Dies führte allerdings zu einem psychischen Trauma, welches sich in kriminellem Verhalten widerspiegelte. Die Zwillinge machten sich auf zu einem fünfwöchigen Kreuzzug voller Vandalismus und Brandstiftung. Sie wurden für 11 Jahre in einer psychiatrischen Klinik eingesperrt und während dieser Zeit sagte Jennifer zu June, dass einer von ihnen sterben müsse, damit der andere in dieser Welt überleben könne. Kurz vor ihrer Entlassung starb Jennifer. In den Wänden. Als eine Familie im Bundesstaat Pennsylvania ihr Haus isolieren wollte, weil es ihnen zu kalt war, machten sie einen unheimlichen Fund. Das alte Haus, welches die Familie eigentlich gekauft hatte, gerade weil es mit einer guten Isolierung angepreist wurde, erwies sich nach einem sehr kalten Winter als nicht wirklich gut gedämmt. Beim Öffnen der Wände stellte sich jedoch heraus, dass das Gebäude aber tatsächlich bereits ordentlich gedämmt war. Jedoch bestanden die Wände nicht wie angenommen aus Beton, sondern zu einem großen Teil aus in alte Zeitungen aus den 30er und 40er Jahren eingewickelten Tierkadavern. Figuren im Vorgarten. Eine im Süden Kaliforniens lebende Hausbesitzerin wachte eines Morgens auf und musste zu ihrer Verwunderung feststellen, dass irgendjemand eine Gruppe kleiner Gartenfiguren in ihren Vorgarten gestellt hatte. Zuerst dachte sie, dass es sich hierbei um einen kleinen Scherz handeln müsste. Doch ihre Besorgnis wuchs mit der steigenden Anzahl der Gartenfiguren, die alle direkt auf ihre Eingangstüre starrten. Zunächst waren es 5, dann sammelten sich über Wochen immer mehr Figuren an. 10, 20, dann 30. Über die Zeit waren es weit über 50 Figuren in ihrem kleinen Vorgarten. Es war kaum noch Platz für weitere Figuren. Trotz Meldung an die Behörden konnte der Täter nicht ausfindig gemacht werden. Thank you.